Large Wave Flume. Wellenforschung kann nicht immer in verkleinertem Maßstab durchgeführt werden. Wissenschaftler müssen verstehen, wie sich Wasser in Realität verhält. Daher kommen solche Laboreinrichtungen ins Spiel. Dies ist ein Wellenkanal, der an der Leibniz-Uni in Hannover gebaut wurde. Die Versuche im Wellenkanal dienen der Grundlagenforschung und der angewandten Forschung. Der Wellenkanal besteht aus einer überdachten Druckkonstruktion und ist mit einer Breite von 5 Metern, einer Tiefe von 7 Metern und einer Länge von 330 Metern einer der größten frei zugänglichen Wellenkanäle der Welt. Es lassen sich regelmäßige Wellen mit Wellenhöhen bis zu 2 Meter und Wellenspektren mit signifikanten Wellenhöhen bis etwa 1,30 Meter erzeugen. Diverse Messgeräte in unterschiedlichen Bereichen des Troges und am Modell liefern die Daten der realen naturähnlichen Belastungen. Mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen werden unter anderem ingenieurpraktische Methoden entwickelt und optimiert. Erdbeben simulieren. An Orten mit erhöhter Erdbebenaktivität hängt das Leben der Menschen oft davon ab, wie gut ihre Häuser gebaut sind. Um ein wirklich zuverlässiges Gebäude zu bauen, sind viele Messungen und Tests erforderlich. Diese werden mit folgenden Anlagen durchgeführt. Normalerweise befinden sie sich in Hochschulen. Diese Maschine steht beispielsweise im Forschungszentrum für die Erdbebenvorhersage in Japan. Und diese hier wurde am Pekinger Earthquake Research Institute gebaut. Die Anlage ist eine riesige Betonplatte, die von zahlreichen Kolben hin und her geschoben wird. Die realistische Nachahmung eines Erdbebens entsteht mithilfe der 3D-Bewegung. Die Plattform kann vertikal, quer und in Längsrichtung schwingen. Die Leistung der Anlage variiert. Besonders starke Anlagen können Erdbeben mit einer Stärke von 9 bis 10 Punkten imitieren. Einen Wirbelsturm simulieren. Am Anfang des Videos war ein Satz zu hören, dass Wasserforschung nicht in verkleinertem Maßstab durchgeführt werden kann. Wenn ihr euch die ganze Zeit gefragt habt, was verkleinerte Experimente sind, klären wir euch nun auf. Die Erforschung von Wirbelstürmen und ihre Folgen sind für Wissenschaftler keine leichte und sogar eine gefährliche Aufgabe. Stellt euch vor, wie viel Geld man ausgeben muss, um ein Gebäude zu bauen, um es dann mithilfe der Wellenkraft zu zerstören. Damit dennoch realistische Experimente durchgeführt werden können und gleichzeitig keine gigantischen Kosten entstehen, werden solche Sturmsimulatoren gebaut. Dieses Labor befindet sich an der Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science in Miami. Wind und 143.000 Liter Wasser simulieren ein Stück vom Ozean um das Küstengebiet. Am Ufer steht ein winziges Gebäude, das die Forscher mit vielen Sensoren versorgten. Diese Sensoren messen den Grad der Verformung, den Druck, die Geschwindigkeit des Wassers und vieles mehr. Die Forscher wandeln die erhaltenen Daten um und erhalten ein realistisches Bild davon, was gerade passiert. Die gezeigten Forschungsergebnisse tragen dazu bei, sturmsichere Gebäude zu bauen und die Menschen besser zu schützen. Diese Anlage ist weltweit die einzige, die stark und groß genug ist, um einen Hurrikan der Kategorie 5 zu simulieren. Aerodynamische Experimente. Es gibt eine Anlage, die zeigt, wie starker Wind Menschen und Objekte beeinflusst. Die Anlage besteht immer aus zwei Teilen, einem Rohr, in das der untersuchte Körper eingesetzt wird, und einer Windanlage. Die Anlage selbst kann unterschiedlich aussehen, obwohl das Funktionsprinzip immer gleich bleibt. Es gibt zum Beispiel enge und kleine Windrohre. Dort werden kleine Gegenstände untersucht.
Diese Windrohre eignen sich aber auch für Menschen. Die zweite Option ist etwas aufregender, da hier der gesamte Hangar als Rohr fungiert. Der Innenbereich ist groß genug, damit beispielsweise ein Wohngebäude oder sogar mehrere Gebäude hineinpassen. Unter diesen Bedingungen werden die Stabilität und Zuverlässigkeit von Wohngebäuden geprüft. Dazu wird eine leistungsstarke Anlage benötigt, um heftigen Wind zu erzeugen. NASA Firefly. Normalerweise ereignen sich hochenergetische Ausbrüche von Gammastrahlung nur weit von der Erde entfernt im All, beispielsweise in der Nähe von schwarzen Löchern oder anderen hochenergetischen kosmischen Phänomenen. Mitte der 90er Jahre entdeckten Wissenschaftler ähnliche Ergebnisse, jedoch auch in der Atmosphäre der Erde. Obwohl seit der Entdeckung von Gammastrahlung mehr als 20 Jahre vergangen sind, wissen Wissenschaftler immer noch nicht, wie es zu diesen Erscheinungen kommt. Bislang gibt es rund um die Blitze mehr Fragen als Antworten. Was lässt die Gammastrahlenblitze überhaupt entstehen? Sind sie gefährlich für Satelliten? Es ist nur bekannt, dass Gammastrahlenblitze mit normalen Blitzen zu tun haben. Doch dieser Zusammenhang bleibt immer noch unklar. Um mehr über Gammastrahlenblitze und über Blitze im Orbit zu erfahren, hat die NASA das Firefly-Projekt entwickelt. Der Satellit soll das Mysterium enträtseln. Er wurde 2013 gestartet. Tornado-Simulator. Wenn Tornados kommen und über das Land fegen, steht kein Stein mehr auf dem anderen. In Amerika werden sie wegen ihrer Zerstörungsgewalt gefürchtet. Dort sterben jedes Jahr mehr als 80 Menschen an Tornados. Tornado-bedingte Verluste betragen einige Milliarden US-Dollar. Die einzige Möglichkeit, die Situation zu verbessern, besteht darin, Tornados zu untersuchen und zu erfahren, wie sich die zerstörerische Kraft des Windes auf Gebäude auswirkt. Ein interessanter Tornado-Simulator befindet sich an der Iowa State University College of Engineering. Der Simulator besteht aus zwei Teilen. Der erste ist eine Windkraftanlage, die Luft wirbelt und verschiedene Tornados simuliert. Der zweite ist eine Plattform mit winzigen Gebäuden und vielen Sensoren. Wie beim Sturmsimulator werden die empfangenen Informationen umgewandelt, damit die Wissenschaftler reelle Daten erhalten. Wozu das Ganze gut sein soll? Heute gibt es fast keine Daten darüber, was genau mit Gebäuden im Epizentrum des Tornados passiert. Wenn Wissenschaftler herausfinden, wie der Wind ein Gebäude beeinflusst und wo die Zerstörung beginnt, können sie stabiler gestaltet werden. Flowwave. Dies ist eine Hightech-Anlage, die verschiedene Wasserphänomene für ihre weitere Untersuchung modelliert. In diesem Becken können Wissenschaftler beispielsweise riesige Wellen oder schnelle Unterwasserströmungen nachbilden. Zur Simulation einer Meeresumgebung wurde die Flowwave-Tankanlage der University of Edinburgh genutzt, die einen Durchmesser von 25 Metern hat. Eine Welle mit 30 Metern Höhe ist natürlich nicht möglich. Flowwave arbeitet mit Maßstäben 1 zu 10 bis 1 zu 40. Rundherum befinden sich 168 spezielle Wellenabsorber. Die Form des Pools wurde nicht zufällig gewählt. Das Wasser kann im runden Pool in absolut jede Richtung geteilt werden. Es wird von 28 Pumpen angetrieben. WaveLab. Die letzte erstaunliche Testanlage, die wir euch heute zeigen, befindet sich an der Oregon State University. Dieses Labor bietet Wissenschaftlern und Forschern viele unterschiedliche Möglichkeiten. In der Universität befindet sich der größte Tsunami-Simulationstank der USA. An einem Ende des Tanks setzen riesige hydraulische Paddel das Wasser in Bewegung. Sensoren, Unterwasserkameras und Mikrofone kontrollieren und analysieren die Wellenform und Geschwindigkeit, erneuerbarer Wasserenergie zu entdecken. Die Anlage hilft, die Risiken eines Tsunamis zu bewerten und das Potenzial erneuerbarer Wasserenergie zu entdecken. Wie auch andere Testanlagen hat diese das Ziel, die Widerstandsfähigkeit der Küstenregion gegenüber potenziellen Gefahren zu erhöhen. Nach einigen Jahrzehnten wird die Küsteninfrastruktur so gestaltet sein, dass selbst hohe Wellen der Küste nichts mehr antun können.